Konnichiwa und herzlich willkommen hier zur fünften Kampagnen-Episode in Shogun 2 Total War, die Koop-Kampagne mit dem lieben Michael. Ja, hallo Tahiro und hallo liebe Zuschauer. Letztes Mal haben wir ja hier diese, ja, schon, sag mal, zumindest semi-epische Schlacht hier gesehen mit mir und den Tokugawa gegen die Saito. Konnten sie auch zurückschlagen, was mich sehr gefreut hat. Im Nachhinein denke ich mir, dass es mir gar nicht mal so viel gebracht hat, weil jetzt die Taki da gleich kommen und quasi mir den Ruhm wieder wegschnappen, den ich mir hier errungen habe. Gelinde gesagt. Jo, und ja, bei dir, du hast ja jetzt auch, also wir sind ja eigentlich die gesamte Kampagne über ziemlich gefordert, jetzt schon am Anfang, mit sehr vielen Schlachten, finde ich so. Also normalerweise kommt man ja mehr dazu, sich auszubreiten, aber jetzt ist es eingeschränktes Wachstum, kann man sagen. Ja, es geht hier auf jeden Fall heiß her und aktuell werde ich hier auch belagert von den Tsutsui, aber ich denke, das wird eine Kleinigkeit. Ja, da werden wir wohl auch demnächst jetzt direkt gleich dazu kommen, denn ich war jetzt noch in meiner Runde, die kann ich jetzt, ich gucke nochmal kurz, ob ich irgendwas machen kann, ich hatte ja kein Geld mehr jetzt. Die Steuern kann ich wohl auch so lassen, ja, es bringt nichts, sie hochzumachen, ich krieg sowieso nicht viel mehr. Ja. Mein Plan, kann ich schon mal jetzt sagen, ist der, dass ich mit meiner Flotte zum guten Michael hier vorstoße nach Ise. Zumindest ist das der Plan gegen die Kitapatake, weil ich jetzt das Problem habe, dass bei mir in Owari und in Totomi zwei Clans sind, die mir nicht feindlich gesonnen sind, aber die A verbündet sind und B deshalb eine große Bedrohung für mich darstellen. Das heißt, ich muss hier mit zumindest einem Teil der Armee weg. Ich schätze mal, ich werde mit dem Matsudera Hidenaga, meinem Kriegsführungsrat und einem Teil der Armee, hier rüberkommen nach Ise und werde da meine Invasion starten. Und dann hoffen wir, dass wir uns hier im Zentrum was aufbauen können. Ansonsten gucke ich nochmal kurz in die Künste rein, aber da war ich bei die Kunst des Bogens, das wissen wir ja noch. In der Diplomatie kann ich auch nichts machen, weil ich kann auch keinen Handel treiben, weil meine Häfen in der Heimatprovinz ausgelastet sind. Ansonsten war es das eigentlich. Jo, dann kann ich direkt zu dir übergeben. Mal sehen, wie es jetzt bei dir aussieht mit den Tsuitsu. Gut, bei mir sieht es aktuell nicht so gut aus. Also ich werde aktuell belagert von den Tsutsui und warte gespannt auf, dass der Taya hier nach Ise rüberkommt, denn die Tsutsui und die Hatakeyama, ich denke, die werden hier gleich irgendwie noch wesentlich mehr auffahren und da habe ich ein bisschen Angst vor. Ja, dann würde ich einfach mal schauen, was darf ich dir denn da oben mit den Ninjan noch irgendwas Gutes tun, Taya, bei den Takeda? Ich glaube, jüngst hattest du die Takeda sabotiert, ne? Ja, genau. Das heißt, was könntest du jetzt machen? Du könntest vielleicht sonst würde ich nämlich ein bisschen runterscouten. Obwohl, wie viel Geld hast du denn? Ich will ja nicht, dass du meinetwegen dein ganzes Geld... Also ich habe fast nichts mehr. 300. Reicht's überhaupt nur für eine Sabotage? Wahrscheinlich nicht, ja? Bei der Takeda-Armee nicht. Guck mal gerade. Nee, das reicht nicht. Und ja, dann wahrscheinlich auch nicht bei den Saito. Nee, dann scout lieber ein bisschen. Ist wertvoller. Und spar lieber dein Geld. Ich habe ja auch gerade nicht viel. Ja, dann werde ich den mal ein bisschen runterziehen. Genau, ziehen wir mal zu den Kitab. Das ist eine gute Idee. Ja, hier können wir schon... Ja, das ist aber... Das ist okay. Dann muss ich doch mehr als die Hälfte mitnehmen, sehe ich schon, aber... Ja. Gut, kannst du schon sehen, was die haben? Ja, die haben auf jeden Fall viermal Bogensamurai dabei. Was noch? Und Yari Ashigaru achtmal. Achtmal. Und sonst noch was? Also General sonst, noch, ne? Sonst nur noch General, ja. Und Schmiedefolge ist das, meine ich. Warum muss die KI immer Bogensamurai mitnehmen? Jedes Mal. gut, aber... kann ich trotzdem machen. Bogensamurai ist nicht das Problem. Es wundert mich nur trotzdem, dass die KI immer glaubt, dass sie dadurch gewinnen kann. Aber es nützt ja nichts. Nö, es nützt nichts. Ich habe die Übermacht in Sachen Bogen. Ich habe 8-mal Bögen. Die nehme ich auch alle mit. Ich lasse, glaube ich, nur ein paar Shigaru dort. Vielleicht lasse ich auch nur ganz wenige dort. Da muss ich halt ein bisschen Vertrauen haben, dass nichts passiert. Aber ich muss ja keinen weiten Weg hier zurücklegen.
Nee, da bist du ruckzuck da. Gut, ja, dann würde ich einfach sagen, ich würde mich jetzt einfach mal um die Tsutsui kümmern. Das ist eine gute Idee, ja. Und die einfach mal angreifen. Gut, was sagt mir die Gefechtsaufstellung? Sagt, dass es ausgeglichen ist. Gut, das ist schon mal recht okay. Ja. Ja, meine Armee ist auch ein bisschen angeschlagen, also... Mhm. Ich würde einfach sonst mal reingehen ins Gefecht. Mhm. Nicht, dass da noch irgendwas... So, ich werde mir das natürlich wieder ansehen. Oh, 3 Jahre Samurai. Das wird ein bisschen tough. Aber ansonsten... Ja. Mhm. Du greifst an, ne? Ich greife an, ja. Gut, hoffen wir mal, gucken wir uns mal das Gelände an. Bin mal gespannt. Das ist natürlich scheiße mit dem Wald, aber trotzdem, wir haben ja gesehen, auch bei mir beim letzten Mal, wir müssen sie nur rauslocken irgendwie. Ja. Aus dem Wald. Also im Wald ist klar, da würde ich sie auf gar keinen Fall angreifen in dem Fall. Weil das, das sehr verlustreich ist. In deinem Fall ist es ja, weil sie angeschlagen sind, nicht so gut. Das heißt, die können noch nicht lange standhalten. Wie viel Bogeneinheiten hast du dabei? Oh, ich meine 5. 5. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich bin jetzt sofort auch drin im Spiel. Ja, also ich würde versuchen, wie gesagt, die Armee des Gegners rauszulocken aus dem Wald. Denn, ja, und dann ja mit der KI halt ein bisschen spiegeln, das klappt eigentlich immer ganz gut. Und du hast ja, glaube ich, den Vorteil, dass du wieder Hinterhalt hier legen kannst, wie du schon mal gemacht hast. Genau. Das heißt, du kannst da auch Abhilfe schaffen. Ja, wobei, da ist nicht großartig was im Bereich, sage ich mal, wo ich... Doch, könnte ich da hin? Warte mal, schaue ich mal hin? Nee. Also da wäre nicht großartig was, wo ich sie verstecken könnte. Ich würde mich sonst lieber links oben auf den Hügel irgendwie hin platzieren. Du kannst, glaube ich, um den weißen Bereich kannst du dich aufstellen, oder? Auch noch zum Teil, ne? Ja. Also als einfacher Clan kann man sich ja nur im Gelben aufstellen. Ja, du kannst ja... Mhm. Vielleicht kannst du eine Einheit, kommt drauf an, wie sie sich aufstellen. Das Samurai-Gefolge ist eigentlich auch sehr wertvoll, ne? Ich meine, das sind zwar nur, wie viel Mann? 59, glaube ich, aber. Ja. Aber es sind halt Samurai-Einheiten, ne? Das sind quasi Katana-Samurai, nur halt in einer ganz kleinen Menge. Ja. Und das Samurai-Gefolge hält eigentlich ganz gut durch, muss ich sagen. Da kann man auch eigentlich sehr stolz auf die Einheit sein, wenn man sie denn dann in der Schlacht hat. Wenn du die vielleicht irgendwie. Also ich denke mal, im offenen Kampf ist sie einfach zu zahlenmäßig unterlegen, aber wenn du quasi so einen Hinterhalt legst mit dieser Einheit und vielleicht noch ein paar anderen? Das Problem ist, ich habe hier, ich sag mal, ich könnte sie nirgendwo verstecken, wo ich sie, ich weiß nicht, siehst du denn die weiße Linie? Ja, die sehe ich. Ja genau, und da wäre so nichts, sag ich mal, wo ich sie irgendwie reinkriegen könnte von hinten. Du hast doch einen Teil Wald, ne? Kannst du sie vielleicht nicht in den Wald stellen? Also der Wald ist zwar nicht durchgängig, ist auch Gebüsch noch, ja. aber die Einheit ist ja nicht riesig. Vielleicht, wenn du sie schmal aufstellst, musst du natürlich gucken, dass du immer im Waldbereich bleibst. Das Gefolge kriege ich sowieso gar nicht dahin, sehe ich gerade. Oh, das funktioniert gar nicht. Ja, ich muss auch an der Stelle zugeben, ich habe die Hattori nur einmal angetestet, sonst habe ich sie eigentlich nie gespielt. Mhm. Das heißt... Mach's mal so, ich werde einfach mal hier links nochmal was hinstellen, so. Mhm. So würde ich es einfach mal aufstellen. Mhm. Okay. Jo. Und hoffen, dass sie kommen. Ja gut, wenn du sie angreifst, dann werden sie auf keinen Fall kommen. Das ist klar. Das muss dir bewusst sein. Aber gut, ich kann es ja versuchen, irgendwie rauszulocken, dass sie herkommen. Also das ist, denke ich mal, die beste Möglichkeit. Ich würde dann die, wenn sie kommen, die Bogenschützen nach hinten. Manchmal greifen sie aber auch schon an, keine Ahnung warum eigentlich. Ja. Baut mal hier mal ein bisschen vor, da hinten sind sie. Die kommen auch schon. Die kommen auch, dann ist ja gut. Ja, ist doch super. Dann will ich das hier Ganze. Die kommen wirklich rüber, ne? Ja. Ja, sehr schön. Dann werde ich das nochmal überdenken. Und die...
Yari Ashigaru einfach mal nach vorne parken. Und direkt in die Yari-Wand setzen. Und dahinter schön die Bogenschützen aufstellen. Und ich würde auf jeden Fall die Yari-Wand nutzen gegen die Yari-Samurai. Weil die sind zu hartnäckig. Ja, das kriegen wir schon hin. Mit den Bogenschützen würde ich auch nur die Bogenschützen angreifen und nicht die Yari-Samurai, weil die haben so eine gute Rüstung. Das schafft sie nicht so viele Kills. Und lieber die Bogen-Ashigaru. Ich verschnelle mal eben die Zeit ein wenig. Mhm. Kommt er? Kommt er überhaupt noch? Ja, er kommt. Er geht nur. Gut. Er marschiert jetzt nicht ganz schnell. Ach, er hatte ja auch nur zwei Bogen. Ja, also da, die würde sich, haben wir schon mal sich wegdenken. Die sind quasi schon erledigt. Mhm. Und der Rest, Yari Ashigaru, Yari Samurai, okay. Die musst du eigentlich nur in deine Yari-Wände locken und dann vielleicht noch mit einer Reserve flankieren. Ja. Dann brechen die. Und dann kannst du auch noch einen General abschießen. Da du ja sowieso die Oberhand hast hier mit den Bogenschützen. Genau, so, jetzt kommen sie langsam in Reichweite. Ich mache nochmal wieder die Spielgeschwindigkeit ein bisschen zurück. Und greife jetzt direkt seine Bogenschützen erstmal an. Ja, da fallen langsam seine Männer. Mhm. Ja, sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Und nochmal die beiden. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt, mein Lord. Das macht der Rages Vorrücken, glaube ich. Ja, kann er machen. Ist kein Problem. Ja, du hast ja eine starke Linie gezogen. Ja, die Wand wird standhalten. Ah ja, guck mal an, jetzt will er mit den Yari-Samurai hier vorne. Vor allen Dingen muss er den Berg hoch, das ist das Schwierige, das Erschöpfende für die Einheiten. Ja. Von ihm. Du stehst auf dem Berg, das ist dein Vorteil. Die Yari-Wand ist ja eigentlich so ähnlich wie die Phalanx-Syndrom 2, kann man sich so denken. Ne? Das ist quasi so. Das heißt, daran kann man schon alleine, wenn man sich das so herleitet, ist das schon genial. Seh mal hier an, die Yari-Samurai, die wanken schon hier. Links, an der linken Flanke. Ja. Mitgenommen, okay, aber die werden fallen. Und der General direkt reingecharged mitten in die Yari-Wand. Oh, ziemlich genial. Ja. Sehr schön. Ja, also das schaffst du locker. Ja. Das ist wirklich super. Ja, die ziehen sich schon zurück. Ja, und der General ist auch gleich weg. Genau, und seine Bogenschützen richten hier nicht viel an. Ich gehe nochmal direkt auf seinen General drauf mit meinen Bogenschützen. Ja, noch 11 Mann hat er. Ja, das sieht sehr gut ist aus. Gelaufen für ihn. Vielleicht solltest du mit deinen Yari Ashigaru ganz rechts, die stehen einfach nur in der Yari-Wand rum, vielleicht solltest du mit denen noch was machen, weil die kriegen nämlich auch herbe Verluste, weil sie einfach nur da stehen. Das werde ich machen. Gehe nämlich mal kurz raus aus der Yari-Wand und gehe nochmal kurz vor auf seine Bogenwunden. Genau, dann machen sie auch noch was, weil so kriegen sie nur weitere Verwundete rein. Genau, ja, dann sind die Bogen-Ashigaru auch, ja, ist gelaufen für ihn. Super, ja, klasse. Sehr, sehr schön. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Hast auch kaum Verluste. Ja, sehr schön. Eine kurze, aber dennoch erfolgreiche Schlacht. Entscheidender Sieg. Ja. Gut, ich würde das Gefecht beenden. Ah, ich hätte dir auch mal schön ein paar Einheiten geben können, die du hättest steuern können. Ja, aber ich denke mal, warten wir mal ab, bis dann die Zeit kommt, wo wir dann die größeren Schlachten haben. Das war jetzt noch eine sehr kleine Schlacht. Ich denke mal, das ist nicht so schlau, das aufzuteilen dann, weil ich meine, es ist leichter, aber ist eigentlich auch nicht notwendig bei so wenigen Einheiten.
Aber wenn wir dann quasi so viele haben, dass unten in dem Interface quasi alles überquillt, dann ist es, denke ich mal, sinnvoll dann oder so. Macht es Sinn, ja. So ist das schon sehr sinnvoll. Gut, jetzt ist die Frage, ich könnte eventuell noch hinterhergehen, ne? Das würde ich noch schaffen. Was hat er denn jetzt noch? Die Frage ist, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist wirklich... dass der Einheiten verliest, ne? Oder? Ja, dass der Hatakeyama da noch kommt. Ist so. Natürlich nicht so schön. Wie viel Bewegungs... Du hast ja noch volle, ne? Ich habe eigentlich noch voll, also ich würde mal diesen kleinen Trupp angreifen. Ja, von den... stehe ich noch bei mir im Land. Ja. Und das kannst du machen. Der wird halt direkt supported von dem anderen, der daneben steht. Genau, ne? Genau. Hm? Aber dafür sind deine Einheiten eigentlich noch fit genug. Der eine haut ab. Mal an. Okay, der kleine haut ab, ja. Und dieser hier. Der bleibt stehen. Nehme ich den? Ich würde die angreifen, glaube ich. Ich würde aber vielleicht den Hattori Taketoshi rausziehen. Nur zur Sicherheit. Weil der hat über die Hälfte seines Gefolges verloren. Ja. Den Rest kannst du drin lassen, denke ich mal. Also den General würde ich auf jeden Fall rausnehmen. Den kriege ich nicht mal zurück, der hat keine Punkte mehr. Wie mir scheint. Kann ich den noch angreifen? Ja, das müsste noch gehen, ja. Okay, dann lasse ich den einfach mal stehen. Obwohl der eigentlich, wird er wahrscheinlich ja verstärken, oder? Wer, der, Taketoshi? Der General. Mhm. Du kannst es ja auch, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, brauchst du ja nicht automatisch ausfechten. Kannst du ja auch nochmal richtig machen. Ich meine, das ist. Die Empfehlung ist ja auch immer die, dass man das selber machen soll. Ich meine, ich mache auch nicht alles selber. Die meisten haben jetzt auch irgendwann keine Lust mehr, weil es unsinnig ist. Ja. Aber ich glaube, in diesem Fall. Wenn du es nicht brauchst, dann. Ich werde es automatisch machen, glaube ich. Wir drücken mal die Daumen und drücken auf automatisches Gefecht. Das haben alle überlebt. Wunderbar. Sehr schön. Rang aufgestiegen. Sehr schön. Und der General ist aufgestiegen. Ja, komme ich noch zurück? Komme ich noch zurück? Nein, nicht mehr. Aber ein Stückchen werde ich noch wieder zurückgehen. Ja, wie man unten sieht, siehst du die Hatakeyama, wie ich es mir gedacht habe. Ja, die greifen die Tsuitsui an, ja. Die kommen an, ja. Nee, die Tsuitsui werden die nicht angreifen, die sind verbündet, glaube ich. Ach so, okay, gut. Ich dachte jetzt... Nee, die sind... Ach so, hier ist ja auch kein... Nee, jetzt sehe ich es erst, okay. Ja. Ja, die sind verbündet, also... Hattest du mit denen auch Krieg? Ich weiß. Die habe ich... Ja klar, ich habe mit den Ise Krieg. Also hier den Gitarren. Also ich werde dann auch direkt die nächste Runde hier rüberkommen, wie gesagt, direkt. Ja, ich denke, das tut auch Not, das brennt hier langsam. Gut, ja, ich kann eigentlich nicht mehr viel machen. Und würde nochmal eben kurz die Steuern ein bisschen minimieren und die Runde an dich übergeben. Jo, mach das. Es wird auf jeden Fall Zeit, dass wir noch eine neue Provinz bekommen, denn mein Geld geht langsam zur Neige. Ne? Das ist ja jetzt interessant. Die Takeda machen mir ein militärisches Bündnis. Oh, okay. Das ist sehr interessant. Das machen sie eigentlich selten. Das sollte ich auf jeden Fall annehmen. Bedingungslos am besten auch. Weil ich habe ja auch noch diese Kriegserklärungsgeschichte wegen... falls die Beziehungen verschlechtert werden, dass sie dann den Krieg an mich erklären. Das heißt, ich werde das auf jeden Fall annehmen. Auch jetzt ohne Bedingungen. Dann habe ich auf jeden Fall die Gewissheit, dass die Imagawa mich auch in Ruhe lassen. Und sie ja sowieso. Dann kann ich problemlos zu dir rüberkommen. Das ist ja schon mal sehr genial. Das ist ein sehr wichtiger diplomatischer Schritt gewesen. Für den wir dankbar sein müssen. Dann kann ich nämlich so fast allen Einheiten zu dir rüberkommen. Also ein Bündnis brechen wird ja sich auch schlecht auf ihr diplomatisches System auswirken. Das heißt, das werden sie nicht brechen. Und die Imagawa werden mich dann auch nicht angreifen, weil sonst würden sie
automatisch mit den Takeda brechen. Also hoffe ich jedenfalls, so größtenteils. Die Sakai greifen es jetzt aber nicht an, was mich doch sehr enttäuscht. Aber vielleicht kann ich sie dann angreifen. Mission erteilt, Meister des Baus. Ach so. Noch eine Befestigung soll ich bauen. Ach. So, okay. Ich hatte jetzt hier noch die Sakai-Armee. Ich glaube, die vernichte ich dann doch nochmal. Obwohl, dann nimmt der Taki dann natürlich hier Owari ein. Ist auch schade für mich. Obwohl, das ist ja keine große Armee mehr. Wie viele Bewegungspunkte habe ich denn da, wenn ich mit einem Teil der Armee... Ach, ich glaube, ich weiß, wie ich machen werde. Ich weiß es. Ich werde mit einem Teil der Armee hier angreifen, in Owari. Mit dem anderen werde ich die Trollen Saito vernichten. Also da werde ich es so machen, dass ich... Mal sehen, wie viel hatte ich? Ich glaube, ich 6, 7... Jetzt habe ich ja sogar noch die hier dabei. Die nehme ich gleich mit dazu, die ich gekauft habe. Dann... Warte. Nehme ich mir die Hälfte davon mit. 3, 6, 7. Und den Rest. Na gut, sagen wir mal. So. So. Und den Rest lassen wir. Wohl reicht das. Mal gucken. Er wird sich ja dann auch verziehen. Ich weiß gar nicht, ob er sich jetzt zurückziehen kann. Er hat 4 Jahres-Samurai, 3 Bogenmaschiger, und gut, ist schon noch ein bisschen was. Da bräuchte ich dann schon noch ein paar mehr Jahres-Samurai. Ist auch perfekt, dann kann ich nämlich noch direkt hier zu Owari marschieren in einem Zug. Und den Rest greife ich hier an. Ich sollte aber vielleicht doch erstmal die Schlacht hier machen. Ich glaube, dann können wir die Episode aber vorher erstmal wieder beenden, weil wir sind sowieso schon wieder über der magischen Zahl. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, ich würde es mal auf die nächste Episode vertagen. Machen wir hier wieder einen schönen Cut und haben wir auch direkt die schöne Schlacht gegen die Seite und dann kann ich auch endlich meine erste Provinz einnehmen und zwar hundertprozentig. Und ich kann auch von da zu dem Kitapatake, weil ich kann hier sowieso nicht mit meiner Flotte raus, weil die von den Saito geblockt wird. Von 2 mittleren Buhnen. Da komme ich nicht raus. Das heißt, ich würde hier... Ich denke mal, wir können hier erstmal das beenden. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Schlacht. Genau. In der nächsten Folge. Jawohl. Ja, dann danke ich allen fürs Zuschauen. Ja, ich auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge mit der epischen Schlacht von dem Teil hier. Jo. Auch von mir dann... Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sayonara, euer Taihiro und der Michael. Sayonara.